Weißt du, ich bin ja froh, dass es hell war, als wir im Kriechkeller waren. Da war schön hell draußen. Die ganze Zeit war da hell, wette ich mit dir. So, hier zum Beispiel ist noch ein Tic-Tac drin, weißt du? Ja, auch gut. Und eine Kassette übrigens. Also eigentlich sieht es aus, als wenn es zwei wären. Das stimmt. Das möchtest du die haben? Zwei. Dann nehme ich die Kassette. Dominant Practical Technologies, Dr. Wendell Tully, Science Division, Log 87.12.19. It's past midnight now, but the covalent space reducer prototype is complete. Otherwise known as the shrinking machine, I've dubbed it the spacer. I should get some rest, but the kids are already asleep. Trudy's given up and gone to bed, and I'm eager to find out if all these months of work were worth it. Everything should be sound, but you never know until you flip the switch. Well, here goes nothing. Supplemental log, complete failure. Oh, why do I even try? I'll clean this mess up in the morning. Da haben wir Wendel. Alles klar. Wo ist dieser Zahn? Ah, ich hab ihn. Ich hab noch eine Kassette gefunden. Ja, nimm auf. Supplemental log, Ominid Practical Technologies, Tully. Go, whatever, I'll sort it later. The important thing is, I have done it! Success! The spacer has worked its magic. I have successfully shrunk a set of basic plastic polyhedral dice from the size of standard dice to no bigger than the size of, well, much smaller dice. Ja, ich weiß auch nicht. Vielleicht darf man heute nichts mehr machen in dem Spiel. So, hier um die Ecke war noch was. Da war wohl wahrscheinlich der Molar, ne? Ich speichere mir ja nicht unbedingt, was da liegt, sondern ich wusste nur, dass es das hier was liegt. Mhm. So, jetzt können wir hier hoch. Bei dir. Nein. Sekunde, ich muss noch mal eine Ruhe machen. Ja, ja. So. Ja, bin da. Und komme. Er wabert doch was. Ja, da drunter. Ja, ja, da sind auch noch Punkte drin. Also. Nur, ich komme nicht dran, die dran. Die sind irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist ein Fehler in der Matrix. Irgendwas muss man ja machen. Naja, du kommst nicht dran. Die sind da drunter. Wenn du von hier mal siehst, siehst du, oder da drin sind die in einem Loch. Ich weiß es nicht, ob du da dran kommst. In so einem ösen Loch. Sieht so aus, als wenn die da drin wären, aber. Da drauf sind welche, aber ich glaube, da drin haben sie auch noch welche versteckt. Aber ich weiß nicht, wie man da dran kommen soll. Brauchen wir eigentlich noch die Gasmasken? Hier glaube ich aktuell nur, wenn so eine Fliege dich anbumst. Okay. Also eher nicht. I'm all geared up. Das ist gut. So, jetzt kommt die Stelle, wo ich immer versage. Ja. Aber dieses Mal nicht. Dieses Mal nicht. Also auf dich drauf zu springen, meinst du? Ja, ich klemme mich da immer gerne ein irgendwie. Und dann muss ich wieder den ganzen Weg von vorne laufen. Auch bei dem Ast stürze ich unheimlich gerne ab. Aber ich bin ja heute konzentriert, weißt du? Dann rede ich ein bisschen weniger, dann bin ich konzentriert. Ja, genau. Wir sind konzentriert, wir sind entspannt. Das macht die Sache echt dann einfacher. Da sind ganz viele stinkende Fliegen. Ja, zur Not knall also, den einen. Gasmaske auf. Und bam. Da.
So, der Fliegenpelz, den können wir nämlich, wie gesagt, gut gebrauchen, ne? Ma. Die sind so schnell weggerollt, wo ich keine Chance hatte. Die sind einfach runtergerollt. Also eine zumindest. Die andere habe ich noch gekriegt. Ja, das ist... Ne? So, hier oben haben wir, glaube ich, auch alles. Okay, wenn wir jetzt eh runtergehen? Nein, nein. Ich würde nicht... Also es gibt da noch eine Stelle, wo ich reinspringen möchte. Die springt, wird von hier oben, wird da wieder reingesprungen. Wobei, ich springe jetzt mal hier runter. Ich guck mal nochmal in dem Loch da. Weil von oben sah das so aus, als wenn man wirklich dran käme. Ja, das ist, nee, das ist, machen. Nein, das ist hier in dem Henkel drin, aber da kommst du ja nicht dran. Und du kannst nichts anderes als drauflaufen. Also ich könnte gut vorstellen, dass das einfach ein Fehler in der Matrix ist, dass der noch da ist. Warte mal. Spielreparatur ist es nicht, ne? Früher konnte man denen noch was schicken. Das, was nicht so richtig funktioniert, meinst du? Genau, aber das haben sie jetzt rausgenommen. Ne, schade. Ja, das ist echt schade. Weil, du siehst ja, ich bin ja auf dem wabernden Ding, ne? Aber ich komme ja nicht in das Loch hier rein. Und du musst ja das berühren, sonst wird es ja nicht aufgenommen. Also du kannst ja jetzt nicht irgendwie eine Bombe reinwerfen oder so. Das geht nicht. So, wenn du aber durch dieses Loch hier fällst, ja? Mhm. Soll ich zu dir kommen? Nee, brauchst du nicht, weil... ist weg. Auf diesem Becher hier unten lag eigentlich immer ein Hot Chacha. Haben wir den schon mal weggenommen? Jetzt fragst du aber was. Hör mal. Kein blassen Schimmer. Und dann bist du hier runter auf den Becher, weißt du? Ja, verstehe ich. Aber kann ich jetzt gerade nicht sagen. So, was ich nämlich mal eben Daten... Wendel... Also uns fehlt hier bei Ominent, uns fehlt jetzt hier noch eine Kassette. Dann hätten wir auch die abgeschlossen. Aber frag mich bitte nicht, wo die ist. Ich weiß es nicht. Ich springe auf jeden Fall runter in den Müll. Okay. Macht das. Ich setze mal eben meinen ABC-Schutz auf und hol nochmal das letzte Stück Apple hier. Ich höre einfach hier, was du machst und du kannst mir ja ein Hörbuch daraus machen. Also, ne? Erzähl mal. Und es begab sich zu einer Zeit, als das kleine Fussel mit seiner Axt irgendwas weghämmerte. Keine Ahnung, du kannst ja schon mal gucken, wo was hingefallen ist, weißt du? Wo was hingefallen ist? Soll ich jetzt doch mitkommen? Ja, du kannst auch wegen mir auf dem Müll bleiben. Das kannst du machen, wie du willst. Weißt du, die Lage ändert sich hier immer so schnell, dass Dinge, die ich eine Minute vorher gesagt habe, einfach nicht mehr notwendig sind, weißt du? Ich sagte, warte mal, weil ich will da was sammeln. Dann habe ich gesagt, ist nicht mehr da. Ja, dann brauche ich auch nicht mehr sammeln. Dann kannst du natürlich wieder mitkommen. Kannst, muss ja nicht. Ne? Du kannst natürlich auch dein eigenes Ding machen. Was vielleicht für das Let's Play auch sinnvoll wäre, weißt du? Ich habe ein Auge auf dich. Sehe, dass hier auch noch ein riesiger stinkender Apfel ist. Zwei Stück sogar noch. Ich sehe noch am Ende einer Banane ein Raw Science Punkte, die aber auch so aussehen, als ob man sie einfach nicht aufheben kann. Ganz, 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 ganz komisch. Mhm. Keine Ahnung, was die sich hier vorstellen. Wie das ja, vielleicht ist auch heute wieder ein Fehler in der Matrix. Weißt du, Internet ist nicht mehr stabil oder so. Ah. Weil bei mir dampft zum Beispiel auch irgendwas, wo gar nichts mehr dampfen sollte. Ja, Gasmaske ist gleich schon wieder kaputt, ne? Das ist ja irgendwann nicht richtig. Ja, weißt du, und kein Wunder, dass ich immer irgendwas brauche und Medikamente hier nehmen muss, weißt du, im Spiel. Ja. Ist schon ein Ausrufezeichen hinter so Freien auf der Wiese, die ist gleich im Arsch. Ja. Was krass ist das? Zero Science Punkt hier oben, komm mal nicht dran. Verstehe die auch nicht. Wo denn? Da oben drauf, die wo du auch nochmal geguckt hattest.
Nee, die sind an der Stelle, wo du nicht drankommst. Als die das eingeführt haben, da waren da oben noch auch Science-Punkte. Da kamst du dran. Die waren ein bisschen verschoben. Und nach dem Update war der jetzt oben drauf. Ne, dieser Raw Science-Punkt. Den du auch greifen kannst, aber in dem Griff ist auch noch einer drin. Und den kommst du nicht dran. Ich wüsste nicht wie. Hier in der Tonscherbe war da auch noch irgendwas. Oder haben wir das auch schon? Aber da müssten wir hier eigentlich auch alles haben. Ja, hier ist nichts mehr. Ist klar. Ne, da müssten wir eigentlich im Müll alles haben. Das, also, mir werden natürlich auch noch Raw Science-Punkte angezeigt. Ne? Also, die sind auch reell da. Ja, das werden die ja wahrscheinlich sein, oder? Höchstwahrscheinlich, ja. Tendenziell geht's in die Richtung. Boah, ist das hier eine Kotze, ehrlich. Was in anderer Leute Müll rumlaufen. Das ist schon eklig. Mhm. Da ist die Sandburg. Okay, ja, da wird ein Schuh raus, ne? Ich verstehe. Weißt du jetzt, wo du bist? Ja, so halb. Mhm. Hast dich mal orientiert. Hast du denn jetzt da unten noch irgendwas anderes Krasses gefunden? Nee, Krasses ist hier, glaube ich, nicht mehr. Das Einzige, wie gesagt, uns fehlt noch eine Kassette. Aber da weiß ich jetzt auch spontan nicht, wo sie ist. Bin da immer eher durch Zufall drauf gekommen. Ja. Aber was mir auch fehlt, ist die Asselrüstung. Haben wir die denn schon? Die lag hier. Also manchmal ist das sehr verwirrend. Ich sehe draußen noch zwei verrottete Äpfel und eine, so eine Kühlkiste, die umgekippt ist. Ja, da, hier gibt es noch ganz, ganz viel, ne? Stimmt. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, da hinzugehen. Ja, immer. Wo bist du denn? Wo ist denn die dicke Hose? Ich bin immer noch oben drauf. Ach so. Ich hab da mich gar nicht irgendwie wegbewegt. Alles klar. Ja, wir können ja mal zum Ameisennest gehen. Eingang vom Ameisennest. Da müsste ja auch noch was sein. Also will ich kurz gucken, wo du bist. Ich bin auf der anderen Seite dieses Mülldings. Ja, ich muss auch erstmal den Weg finden. Was willst du denn bei den Ameisen machen? Ja, eigentlich will ich gar nicht zu den Ameisen, aber da ist die umgekippte Kühlbox. Du willst zu der umgekippten Kühlbox? Ja. Okay, danke. Ja, alles klar, dann komme ich da auch hin. Beziehungsweise war ich da ja schon. Hui! Backup Spacer Files. Hat er hier drauf geschrieben. So, übrigens, meine Gasmaske ist wieder kaputt. Es war doch mal wieder Zeit, oder nicht? Ja. Speiert, wirklich bespeiert. So, und ich habe nicht gekämpft, ne? Also das war wirklich nur durch das Gas, wenn du dir mal so einen Apfel kaputt gemacht hast. Oder so einen Hotdog, so einen stinkenden. Mhm. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Also die gehen wirklich sehr, 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 sehr schnell kaputt. Das ist komplett übertrieben. Wie bescheuert ist das? So, hier liegt zum Beispiel noch ein Spröden rum. Spröden kratzt. Das ging ultra schnell. Was? Das ist kaputt? Mit der Gasmaske. Ja, ja, nee, also ich habe jetzt gerade nochmal so einen Hotdog kaputt gemacht. Mhm. Und beim Kaputtmachen konnte ich richtig sehen, wie es immer weniger wurde. Das ist krass, also, ne? Verrottetes Essen und den ganzen Quatsch lasse ich einfach mal liegen, ne? Also, ja, ich nehme das mit auf. Einsammeln. Genau. Dann musst du mir nur sagen, wo, wenn ich es nicht so sehe. Ist noch drin. Nimm, umgekippten Dessertkörbchen hier. Ja, genau. Ja, aber hier müssen wir auch schon mal gelootet haben, weil hier ist zum Beispiel noch ein Scap gewesen, ne? Mhm. Ich meine, hier waren wir ja auch schon an der Ecke, ne? Hier haben wir ja den Start des schwarzen Ameisenbaus des Öfteren gestartet. Ja, ich erinnere mich. Ich sammle gerade mal ein paar Pilze ein zum Essen, die. Boah, das ist krass, ne? Gut. Das, obwohl ich nicht gekämpft habe, ne, ist meine HP so gut wie weg. Verstehe ich nicht. Als ob ich gerade die ganze Zeit Schaden bekommen hätte.
Also durch Gas ja wahrscheinlich, oder? Ja, aber ich hatte ja die Gasmaske auf und die habe ich auch sofort wieder repariert. Ich hatte ja noch zwei Fliegenpelz und ich hatte mir genug Pflanzenfasern gesammelt, weißt du? Mhm. Ganz komisch. Hier ist aber, glaube ich, nichts mehr, ne? Weiß ich nicht, löst das noch bei dir irgendwas aus hier? Nein. Ich bin mir auch hier noch ein bisschen am Rumturnen. Aber hier löst gar nichts aus. Nothing. Ich frage mich halt, wo ist die letzte Kassette? Es wäre schön, wenn wir die hätten. Dann haben wir wieder eine Sache abgeschlossen, weißt du? Ja, also ich fetche die auch ganz gerne. Ich weiß nicht mehr, wo war die? Ich habe da auch noch kein Video zu gemacht. Also kann mir jetzt keiner sagen, ja, aber du kennst dich doch aus. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wo die war. Das muss ja ein markanter Punkt gewesen sein. Hier kann man auch noch tauchen. Und Wendel hat die ja überall versteckt. Ich weiß ja auch nicht, warum der Idiot das gemacht hat. Weißt du, er hätte ja auch schön bei Burger hinlegen können, ne? Naja, da hätte man sie einmal alle anhören können und alles wäre gut gewesen. Ja, ne? Nee, versteckt die, der Idiot. Gibt auch komische Leute. Es ist kein Wunder, dass seine komischen Forschungen alle nicht funktioniert haben, dieser Versager. Ich sag dir, wenn ich den sehe, dann sag ich mir auch, dass er ein Versager ist. Idiot. Müssen nur gleich auch zurück, ne? Oder halt irgendwie unterwegs abbrechen, aber fände ich jetzt auch nicht gut. Also, ich würde zurück. Ja, können wir machen, wenn du möchtest. Da muss ich noch mal gucken, wo die letzte Kassette ist. Das finde ich noch raus, ja. Dann hole ich die vielleicht mal irgendwie oder so, keine Ahnung. Ja, das geht ja dann relativ zügig, weißt du. Ja, das sind ja jetzt auch keine wichtigen Dinge, weißt du. Derzeit würde ich dann halt noch mal eine Verbindung bauen, damit man hier nicht immer hinlaufen muss, weil das ist mir jetzt echt schon ein Stück zu weit gewesen. Ja, klar, du bist ja auch ein hektischer Mensch. Warte mal hier auf dich, du bist nur noch 150 Meter weg. Ja, das ist ja ruckzuck gelaufen. Ist die Wolfsspinne ja, schon da? Genau. Nö, bei mir war sie jetzt nicht. Hier tanzt ja auch öfters eine rum. Ich weiß zwar nicht, wo die wohnt, aber irgendwie tanzt hier eine rum. Bäh. So, dann sehen wir die fette Hups auch mal wieder. Hups! Wir können übrigens ABC-Schutz ausziehen. Jo, stimmt, da war was. So. Safety first. Ja, hier ist nur das verrottete Essen, ne? Noch nicht mal das Gute. Alles klar. Ja gut, dann auf nach Hause. Ja, habe ich denn die, warte mal, dann ziehe ich auch meine Läuselatschen an. Dann gucke ich mal eben im Status, habe ich meine Geschwindigkeits-App drin. Ja, alles klar, wir können. Super Pursuit Mode. Wir brauchen keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Rast man hier durch. Manometer. Eigentlich müsstest du, wenn jetzt so ein Rüsselkäfer kommt, einfach durch den durchlaufen können, weißt du? So. Ja, so wie Flash Gordon, weißt du? Zwei schneiden. Ja. Spinne umrempeln, weißt du? Jetzt kommt die fette Kuh noch nicht mal da hoch, weißt du? Jod. Wo ist denn der Übergang? Wir müssen ja aufpassen wegen des Giftes. Ja, die Knight Rider-Musik wäre jetzt gut. Mhm. Oh. Du wurdest angepupst. Mhm. Hab ich auch nichts mitgekriegt. Nur in dem Moment war natürlich auch die Ausdauer alle, ist klar, ne? Du musst dich mal wieder verlangsamen. Soll ja auch Spaß machen. Nee, ein bisschen Streit muss ja haben mit den Viechern, ne? Hier übrigens an den Blättern. Die Station meinte ich, wo du deine Ameiseneier aus der Hose pökeln könntest. Ne? Und hier hätte man alles dafür, oder was? Genau, das ist unsere Bombenbaustation. Gibt ein schönes Video dafür auf meinem Kanal. Wie baut man Bomben? Oh, ein wilder Titel, wenn das so heißt. Ja, ich weiß gar nicht. Titel weiß ich jetzt nicht, die macht immer mein Ghostwriter, weißt du? Also ist halt, wenn man groß und berühmt ist. Ja, du, ich als YouTube-theoretischer Partner, also, weißt du?
Der Fussel spielt ja auch gerade nicht selber, sondern lässt jemanden spielen und darüber wird dann ein Stimmverzerrer gelegt, der sich dann so anhört wie Fussel. Ja, nee, der richtige Fussel, weißt du, der Profi-YouTuber hier, der liegt jetzt schön nackt auf der Seychellen, weißt du? Der will mit dem Pöbel auch nichts mehr zu tun haben. Der hat auch gesagt, nee, also hier, komm, mit dem Gorilla spiele ich nicht mehr. Nee, gar kein Problem. Das ist nicht mehr mein Nivea. Na. Naja, so ist der. Es interessiert mich, warum wir dann uns nicht mehr rüberziehen können. Also mit der ja, Bahn. Das weiß ich auch nicht, wo das hin ist. Das kann ich dir nicht sagen. Echt komisch. Hui, ich habe ganz schön viel rohes Fliegenfleisch. Da muss ich alles mal eben hier zum Dörren aufhängen. Ja, wir müssen mal hier unsere Möbel reparieren. Irgendwas ist hier kaputt. So, wo ist denn das Reparaturtool? Da. Auch schon wieder kaputt. So. Das haben wir erledigt. Habe ich noch was im Inventar? Fleisch, trinken, Pfeile, ne. Ansonsten ist hier bei mir alles tutti. Ja, so sieht's jetzt auch wieder gut aus, ne? Hier muss nichts repariert werden, ne? Nö. Ah, die Geländer ein bisschen. Oh, die sind ziemlich kaputt, ja. Wer sind kaputt? Die Geländer hier draußen. Die Treppen. Die Stützen. Ja, die nehmen hier nach und nach unsere Klamotten auseinander, weißt du? Mhm. Drecksviecher. Ja, jedes Mal ja rein zufällig. Wenn nur du online bist, werden wir ja angegriffen. Ja, das ist auch echt so eine Sache da. Also, wenn sowas dann zufällig immer passiert, die angreifen, dann geht halt auch mal was kaputt. Ja, ich würde ja auch gerne mal, dass du mithilfst beim Verteidigen, aber du bist ja nie da, weißt du, wenn ich alleine spiele. Ja. Dann muss ich das immer alleine machen. Und dann greifen die von allen Seiten an, aber auch nicht richtig und du weißt, wie sie sind, ne? Genau so ist das. Ganz frech ist das. Ganz böse Viecher sind das. Mag ich überhaupt nicht so was. Nee. So, wir können es ja eigentlich schon mal festlegen, was wir jetzt beim nächsten Mal machen, oder nicht? Ja, weiß ich nicht, worauf hast du denn Lust? Also klar, wir können noch Kriechkeller Teil 2 machen. Töten. Ich will töten. Ich meine, wir könnten, also Kriechkeller, um das mal nochmal auf den Punkt zu bringen, wir haben noch den Weg Looten bei den Mücken. Ja. Und die Schwarze Witwe. Sollten wir die Schwarze Witwe töten, kommt sie nie wieder. Ja. Wir müssen also sie aber nicht töten. Nirgendwo. Doch, nur da kommt sie nicht wieder. Die anderen drei bleiben. Ja, dann töten wir die da. Ja, ist halt nicht so einfach, ne? Beim letzten Mal hatten wir Glück. Wir konnten uns feige irgendwo drauf retten, ne? Ja, jetzt nicht. Nee, Robert. Da gibt's keine Rettung. Da musst du wirklich gegen sie kämpfen. Und sie ist böse. Du hast gesehen, wie viel AP die hat, ne? Bist du. Also ich habe nichts gefunden, weil das ist halt wirklich so eine richtige Spinnenhöhle. Und da sind auch ganz viele von den kleinen Viechern und so. Mhm. Da gibt es ja noch Zähne und so weiter. Da gibt es natürlich auch noch einiges zu sammeln da unten. Das könnten wir beim nächsten Mal machen, dass wir looten. Ich würde ja, allerdings cool. Den Bosskampf gegen den Ment, den sollten wir wirklich vorbereiten. Also das ist dann wirklich schon ein richtiger Endboss. Aber wir können ja vielleicht auch beim nächsten Mal einfach mal in die Hecke gehen und die Mutterspinne töten. Das ist ein Plan. Ne? Vielleicht ist das was für uns. Müssen wir mal gucken. Alles klar. Ne? Kommst du wieder auf hier runter? Mütter. Ja, genau. Ich lege mich jetzt zu dir. Ah, alles klar. Meine Lieben, hör mal, der Weihnachtsbaum, der wirft gar nichts mehr ab, ne? Also bis nee, ist ja kein Weihnachten, das, ne? Genau. Okay, aber er sieht trotzdem toll aus. Ich finde auch schön, dass er hier sprießt. Wenn man das Sprießen nennen kann, weiß ich jetzt nicht. Ist ja auch egal. Ist ja auch egal, ne? Hauptsache dir, Mr. D und mir geht's gut. Haben wir alle unseren Spaß. Und beim nächsten Mal klatschen wir die Mutterspinne um. So wird's aussehen. Bis dahin da draußen, macht es gut. Guckt beim Fusilito mal auf dem Kanal vorbei. Da gibt es nicht nur schöne Grounded-Videos mit mir, auch ohne mich und auch andere tolle Let's Plays oder Tutorials. Ne? Da ist der Fusil ja fit drin. Guckt euch das an, liked es, teilt es, kommentiert es. Und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss. Ciao.